klar sagen, ich bin eigentlich immer offen für Veränderungen. Also das hier, das war ja gerade vorher noch ein K und jetzt ist es quasi ein Zweckformelement. Ne? Warum nicht? Das ist mal was anderes. Wissen Sie, mir ist es an sich nie schwer gefallen, mich anzupassen. Auch nicht, als wir noch den eigenen Staat hatten. Heute ist es ja auch viel schwerer. Die Anforderungen sind ja einfach größer, allein schon von der Kleidung her. Also mein Mann und ich, wir tragen nie bunte Trainingsanzüge. Ich glaube, ich kann auch sagen, mir sieht man den Ostdeutschen also wirklich nicht an. Ich meine, dazu kommt natürlich auch noch, und das ist ganz wichtig, das darf man nicht unterschätzen, dass ich eben keinen Dialekt spreche. Gut. Jetzt ruft mich letztens die Deborah aus Chemnitz an, also was früher Karl-Marx-Stadt war. Die wohnt aber schon längst in Dottenau im Schwarzwald. Wie das früher hieß, weiß ich gar nicht. Naja, jedenfalls ruft sie mich an und wir hatten 3 Jahre nicht telefoniert und da sagte zu mir, Gisela, sagt sie, bist du eigentlich noch verheiratet? Ja, da war ich erst mal richtig verbabbert. Also, und dann muss ich sagen, habe ich mich doch ein bisschen minderwertig gefühlt. Ja, wie sieht denn das aus, 22 Jahre mit demselben Mann verheiratet? Als ob man keine Ziele hätte im Leben. Dabei kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch noch mal was aus mir mache. So wie zum Beispiel die Freundin von Götz George, die Gabi. Nichts gelernt, 13 Jahre immer nach Sardinien gefahren und jetzt 8 Seiten im Stern. Das wäre doch damals bei uns in der DDR gar nicht möglich gewesen. Oder die Verona, das ist doch die den, wie heißt er, Dieter Bohlen hat sie geheiratet. Das ist der Musiker, der aussieht wie ein Opfer von der Gentechnik. Da hat sie sich nach 3 Tagen hat sie sich scheiden lassen, weil sie dem nichts kochen wollte, dem Gentechniker. Und dann hat sie eine eigene Fernsehsendung gekriegt. Aber am allerbesten hat sie ja die Hillu getroffen. Die durfte ja sogar ein eigenes Buch schreiben und ist immer im Fernsehen und auf allen Titelbildern. Bloß weil sie nicht das kochen wollte, was der Schröder essen wollte. Ich weiß nicht. Die Frauen im Westen haben irgendwie eine ganz andere Kultur im Verwerten von Partnerschaftselend. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ob es da spezielle Trennungsvermittlungen gibt. Der Müll wird ja jetzt auch dauernd getrennt. Ich meine, warum nicht mal was anderes? Aber wichtig ist natürlich, dass der Mann auch berühmt ist. Also meiner ist ja hier der Chef von der Deo-Vertretung und der ist quasi hier in Apolda weltberühmt. Ja, das kann man so sagen. Neulich sind ja 3 Koreaner zu ihm gekommen und wollten ihr Visum verlängern lassen. Ja, aber der Daewoo ist ja ein koreanisches Auto. Also Sie sehen, wir sind hier praktisch die ständige koreanische diplomatische Vertretung in Thüringen. Also bei einer Scheidung wäre ich fein raus. Als Diplomatengattin würde ich natürlich sofort eine Fernsehsendung kriegen. Noch besser als Scheidung ist natürlich Witwe. Das ist klar. Fürstin Gloria, dann die Japanerin von dem Beatle. Und natürlich die Jackie Onassis. Ich meine, das war einwandfrei, die war ja sogar Doppelwitwe gewesen. Nee, da ist doch unsere Margot Honegger im Grunde kein Weltniveau dagegen. Chile hin, Chile her. Jetzt mal ganz persönlich gesprochen. Also, ich kann doch sagen, ich werde durch die Ehe doch praktisch um meine Fernsehkarriere betrogen. Und um meine 8 Seiten im Stern. Kann ich denn was dafür, dass ich damals die richtige Wahl getroffen habe? Und dass der Herbert noch so gesund ist? Ich habe ja auch schon mit dem Herbert darüber gesprochen. Und der sagt auch, ich wäre eine großartige Witwe. Warum nicht? Das ist mal was anderes.